Hallo und herzlich willkommen zurück bei F1 24. Wir sind an dem Rennwochenende für den großen Preis von China angekommen, haben unser einziges Training erledigt und ein Teil hat gefehlt. Unsere Reifen waren einfach zu schlecht. Und deswegen haben wir bloß 2 von 3 Trainingssessions komplett abgehakt. Aber wir haben noch 1, 2 Bonuspunkte mitgenommen. Und jetzt geht's an unseren Sprint-Qualifying und das Sprint. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie das Sprint-Qualifying aufgebaut ist. War das bloß eine schnelle Runde fahren oder? Hier ist etwas, was wir schon lange nicht mehr gesagt haben. Herzlich willkommen zum Qualifying in China, nachdem es einige Jahre nicht im Kalender stand. Es ist toll, wieder hier zu sein. Aber wer wird sich die Pole Position sichern? Ich schon mal nicht. Viele Sessions gab es. Es gibt 3 Sprint-Qualis. Okay, 12 Minuten. Naja, die überspringen wir auf mal ratzpatz. Wir müssen eh gucken, wo wir rauskommen. Ja, wir müssen gucken, wo wir rauskommen. Ich kann es halt nicht beurteilen. Und danach noch das Sprintrennen an sich. Auf jeden Fall wird das Sprint-Qualifying das Sprint ein Video werden. Das Qualifying wird nochmal ein Video werden und das Rennen natürlich an sich auch ein Video. Also so viel kann ich schon mal versprechen. Es werden noch 3 weitere Videos zu dem China Grand Prix kommen. Und anders aufteilen, wüsste ich nicht, wie ich das machen könnte. Bis ohne, dass die Videos dramatisch lang werden, weil das Rennen mit 20 Runden dauert auch seine Zeit. Den muss ich da auch gucken. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das aufnehmen technisch machen soll. Und der hängt da im Ferrari am Arsch. Das gefällt mir noch weniger. Naja, ich muss aber hoffentlich ins Q2 kommen. Danach kann ich ja den ganzen Dienst überspringen. Ein bisschen plane ich damit auch ehrlich gesagt, dass ich nicht so weit im Qualify vorankomme. Also in Q3 werde ich vermutlich eh nicht sehen. Also ins Q2 reinkommen, das wäre schon ideal. 4 Gäste in 1,37. Der macht der Ferrari hinter mir ja mehr Panik. Ich mich ein leichtes bisschen unter Druck gesetzt mit dem Ferrari. Vor allem gebe ich dir ja noch Windschatten, ne? Das heißt, er wird ja schneller sein als ich. Ja, vor der Kurve zieht er einen Schwanz an, das weiß ich. Weiß doch. Was hat ihm das jetzt nicht viel gebracht? Weil leider habe ich ihn wieder ausgebremst. Oder er sich selber. Ah ja, reicht es für einen guten Platz? Oder P5 immerhin. Boah, und dann mache ich jetzt gleich so eine Scheiße. Einmal kurz den Rasen gemäht. Da haben wir einmal kurz den Rasen gemäht. Mal gucken, vielleicht kann ich meine Zeit noch ein bisschen unterbieten. Jetzt, wo ich einmal schon mal warm bin. Max Verstappen 1,35,5. Ah, an den kommt man nicht ran, das ist klar. Aber ich fühle mich jetzt gerade nicht schlecht. Also, mit meiner aktuellen Position in Shanghai komme ich ziemlich gut klar. Ich mache wieder 1,4 plus auf meine ursprüngliche Zeit anscheinend. Das heißt, ich komme noch mal ein bisschen ran. 1,37,3 war auch plus Bottas. Also anscheinend werde ich noch ein paar Plätze hochspringen.
Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Naja, über Schwarze kommen wir doch auf jeden Fall. Noch eine Sekunde schneller. Wieder P6 erreicht. Sehr schön. Damit geht's in der Garage. Bisschen vorspulen lassen. Und dann ist das alles fein. Für mich auf jeden Fall. So, 4 Minuten haben wir noch. Na dann mal kurz. Ordentlich voran. P7 bin ich. P7 bleibe ich. Wie es aussah. Gut, das war dann das erste Sprint-Qualifying. Auf P7 bin ich geblieben. Bin ich gut. Dann geht es gleich bald das nächste. Wir haben ja noch einen weiteren Sprint und den Sprint als ich vor uns. Deswegen gleich raus und weg. Gar nicht lange warten. Sofern es im letzten Jahr auch noch die roten Reifen gibt, ne? Wenn ich wieder im P7 raufkomme, würde das gut sein. Ich könnte in diesem Wochenende wieder meinen Opa aus Japan gut machen. Ich weiß nicht, dass Kevin Magnus nicht dabei ist. Er ist auf Baumann Hinterdach abgesetzt worden. Also habe ich noch Magnus geschlagen. Aha. So muss das sein. Ich habe zwar nichts gegen den Dänen, aber naja. Ich muss ja Stellung wahren, ja. Als Fahrer 1 muss man seine Stellung wahren. Aber ich muss sagen, ich habe Freude daran, in einem Haas rumzukutschen. Das ist sowohl anspruchsvoll als auch interessant für die Beineverhältnisse. Eben weil ich ja auch schon in der 2017-Karriere mit Steven Haas gefahren bin. Und damals ohne Nico Hülkenberg. Ich weiß gar nicht, wer 2017 noch gefahren ist bei Haas. Da steht gerade eine gute Leistung als Parkett, ne? 1,37,6 von Yuki Tsunoda. Problem ist nicht mehr die Gran, wo ich Zeit verliere ohne Ende. 1,36,7 von Ocon. Naja, gleich kommt Red Bull und Verstappen durch. Russell, 1,36,0. Von Alonso. 1,36 von mir. Ja, super. Damit gehe ich auch zurück in die Garage und beobachte den Spaß. Wir haben ja ein bisschen, na gut, Zeitdruck eigentlich nicht, aber wir wollen ja trotzdem ein bisschen. Oh, Verstappen ist auch nur ganz knapp. Ah, nee, Bullshit. Das vor mir. Ich bin auf P3 zurückgefallen. Aber nur Verstappen ist ganz knapp vor mir, besser gesagt. Und auch Norris ist nicht weit entfernt, ne? Also, ich glaube, ins Q3 komme ich auf jeden Fall mit der Leistung. Ich dürfte P3 sein. So, das war der Sprint Qualifying 2. Q3. Ich habe ins Q3 geschafft. Das ist der Herz allerliebst. Als ein Haas. Wir haben Hamilton verdrängt. Als ein Haas bin ich in den P3. Geil. Ja, den Sprint Qualifying 3. Wo werde ich im Sprint denn danach gleich losballern? So, wir haben 8 Minuten. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind es vielleicht bloß noch 6,5. Ich habe keinen hinter mir. Doch, der kommt 2. Ja, der mich jetzt mal neugierig. Jetzt bin ich aber neugierig. Also wir haben schon ins Sprint Qualifying 3 geschafft. Ich meine, egal wo ich jetzt lande, das wird meine Startposition sein. Und ich brauche mich nicht mehr weiter anstrengen, um weiter zu kommen. Dann muss ich bloß im Sprint noch alles geben. Und das sind wichtige Punkte, die wir passieren können. Sowohl für Team Haas wichtig, als auch für meine Verhältnisse. Ich bin immer noch auf Tabellenplatz 7.
Wobei, wie gesagt, Bahrain immer noch der eigentlich schönste Fleck, aber auch der Schandfleck ist. Weil das war halt noch mit den geminderten Einstellungen, wo die KI noch nicht optimal war. Deswegen, ja, sieht's mir nach. Ich musste mich erstmal rantasten. Ich habe 1.24 vorher nie gespielt, deswegen. Aber so mit der 65er KI bin ich ganz zufrieden. .1.35.4 von Lando Norris. Ja gut, die werde ich definitiv nicht knacken. Aber ich hätte schon einen guten Platz sichern können auf jeden Fall. .1.35.0 von dem anderen McLaren, okay. Und der Red Bull hinter ihm hat auf jeden Fall nicht gezogen. Weil sonst wäre der da oben angezeigt worden. .1.34.7, okay, dann war das der andere Paris, alles klar. Aller Liebe könnte ich auf P4 kommen. Na so, P4. Das war noch schneller als Norris. Wow. Ja, die Zeit ist noch gut. Ich bin schon im relativ nahen Bereich zur Grenze. Aber nee, jetzt geht's hoch. Ja gut, die Runde fahr ich noch. Aber ich glaube, das wird nicht mehr. Ah, ja, Lönse war noch schneller als ich. Ich bin auf P6 abgefallen, na gut. Aber immer noch vor Norris und vor Paris, das ist auch schön. Na gut, jetzt ist vorbei. Okay, jetzt ist vorbei. Nee, ich will nicht zurück. Ich will zur Garage zurück. Lass mal gut sein. Auch wenn ich auf P10 rauskommen sollte, wäre es mir Schnuppe. Ich habe den schnellsten ersten Sektor. Ist eigentlich ziemlich geil. Ja, los. Wir spulen durch. Wir haben noch einen Sprint vor uns. Es dürfte ein P6 geblieben sein. P6. Wir brettern also morgen von P6 los. Oh, nicht morgen. Jetzt gleich. Der Sprint kommt ja noch. Ja, yeah, Tempopunkte. Gibt einen schönen Aufschwung. Nice. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir begeben uns in den Sprint. Das dürfte jetzt, glaube ich, 7 Runden nochmal fahren sein. Wenn ich das richtig im Kopf hatte. Waren noch 7 Runden? Jawohl, 7 Runden. Einmal kurz die Nachrichten checken. Ja, Qualifying ist ein anderes Programm. Zocken. Rechne alle mit einem guten Ergebnis. Ja. Let's go zum Sprint. Simulieren tue ich da nichts. Unser P6 versuche ich zu verteidigen. Es gibt keinen Boxenstopp. Wir müssen einfach nur 7 Runden vernünftig fahren und durchkommen. Dann ist alles fein. Sollte ja eigentlich machbar sein. Nur der Ladebildschirm ist unser bester Freund. Er bittet uns liebevoll zu warten. Aber der dauert wirklich ganz schön lange gerade. Warum dauert der so lange? Warum hat sich mein Kabel so verändert? Boxenstops und Benzinstrategie kann man heute vergessen. Bei diesem Sprintrennen heißt es Gas geben bis zum Ende. Ja, dann machen wir das mal. Gas geben bis zum Ende. Hier in Shanghai beginnt jede Runde mit der berühmt-berüchtigten Schneckenkurve. Aber auch die anderen 14 Kurven haben es in sich. Die 5,4 Kilometer lange Strecke ist sehr herausfordernd und die unglaublich lange Gerade bietet in jeder Runde die beste Überholmöglichkeit. Mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 320 Stundenkilometern vor der Bremszone zur Kurve 14. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Ja. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Oscar Piastri, Leclerc,
Fernando Alonso, Hülkenberg, Hülkenberg, Norris, Perez, Russell, Stroll, Hamilton, Ocon, Tsunoda, Albon, Bottas, Magnussen, Gasly, Joe, Ricciardo und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Oder halten lassen. Und zu mir in die Kommentatorenkabine kommt jetzt ein Mann, der Mythos, die Legende, Stefan Römer. Wir haben ein besonderes Rennwochenende. Es ist eine der wenigen Sprintveranstaltungen des Jahres und wir müssen uns auf einige Regeländerungen einstellen. Ich werde jetzt mal großzügig sein. Es ist noch gar nicht so lange her, dass du sonntags Rennen gefahren bist und uns unterhalten hast. Aber der Sport hat sich ziemlich verändert, oder? Ja, das stimmt, Sascha. Die Autos sind größer geworden. Sie sind schwerer. Aber es gibt jetzt auch mehr Abtrieb, mit dem man spielen kann. Als ich gefahren bin, hatte das Auto bei 300 Stundenkilometern 4 Tonnen Abtrieb. Jetzt sind es eher 5 Tonnen. Mhm. Es gibt also einen großen Unterschied in der Leistung. Aber dadurch, dass das Auto schwerer und größer ist, muss man ruhiger fahren. Man muss ein bisschen mehr auf das Auto aufpassen. Man muss das Auto in den langsamen Kurven mehr schonen. Als ich in der Formel 1 gefahren bin, waren die Autos viel wendiger und agiler als heute. Tja, gut zu wissen. So, Rennstrategie. Der Boxenstopp? Nee, wir machen keinen Boxenstopp. Gottes Willen. Ich bin bekloppt. Muss ich Boxenstopp fahren? Wenn du sagst, ich kann eine andere Reifen nehmen, bin ich zufrieden, aber wahrscheinlich nicht. Boxenstopp. Alternative Strategie. Boxenstopp. Ja klar. Logisch. Machen wir. Garantiert nicht. Let's go. Einführungsrunde. Einführungsrunde. Radio check. Radio check. Boah, Alonso. Der Motor läuft gut, also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Ich muss aufpassen, ich darf Alonso nicht kuscheln. Ja, so viel dazu. Ich darf Alonso nicht kuscheln, machst du schon. Er ist auch so langsam, die Starschkröte hinten. Vielleicht ballert mir hier PR Norris rein. Ist er schon kommen? Dann so. Schieß ab den Gummi. Ich hab ein bisschen Panik. Ich weiß nicht, wie das das Sprintrennen jetzt noch ablaufen wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Das kann interessant werden. Es kann echt interessant werden. Also es wäre schön, wenn ich hinter den ersten 8 komme, wegen ein paar Punkten wenigstens. Auf aktuellem Stand den über 3 kriegen, wenn ich auf den 6. durchkomme. Wenn ich auf den 6. reinkomme, sind es 3 Punkte. Das ist immerhin etwas, ne? 3 Punkte an einem Wochenende zu kriegen, ist schon mal für den Haas gar nicht verkehrt. Aber vor wie ein Safety Car, Alter. Problem ist hinter mit Norris und Perez. Die haben natürlich die besseren Startkonditionen für ihre Karre. Reicht vollkommen aus. Behalt die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Alles da. Dann geht's los. Das Sprint. Rennen von Shanghai. Oh, wir sind sehr gut weggekommen. Ja, das klebt an der Backe. Ja, das holt rechts. Wir drängen gleich mal den. Noch immer ab.
habe keine Ahnung, wie ich da weggequetscht habe. Hier ist Norris, der ist auch links von mir. Norris, ihn knödeln. Komm. Ach, Perske neben mir. Wo ist denn Norris? Sainz, ach, Leclerc und... Ach so. Okay, es war ein sehr unsauberer Start. Aber kein beschädigter Start, das ist schon mal vorteilhaft. Und der Wagen ist wenigstens noch heile. Also Strafen hat es gerade durch 3 Stück gehagelt oder so. Okay, das war's Piastri. Ach, Piastri fährt auf Rot. Will der einen Boxenstopp machen? Alter, Piastri. Alter, das Sprint ist jetzt schon verrückt. What the hell? Piastri auf roten Reifen. Der wird doch wohl keinen Boxenstopp einlegen wollen. Ja, Peres, tust du lieber nicht. Wenn Peres hier auf roten Reifen rausgerutscht, hat der Bock auf den Boxenstopp oder was? Ich durfte ja nicht auf roten Reifen rausfahren, komplett. Warum durfte er? Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens 1 Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Und hier ist Zone. Da muss 2er. Reine Graden. Da muss ich ja ganz schön nah dran bei meinem Piastri, du. Oh, ich bin kurzzeitig den schnellsten ersten Sektor gefahren. Naja. P6, wie gesagt, sind 3 Punkte, ne? Also ich habe mich jetzt nicht verbessert und nicht verschlechtert. Trotzdem katastrophalen Start, sag ich mal. Natürlich muss man berechnen, dass es ein vermindertes Rennen ist, ne? Bei längerer Renndistanz. Das ist nicht anders. Aber ich darf ja nicht... Ich darf nicht ausbremsen, das bringt mir nichts. Da mache ich nur Verluste bei. Ziel erreicht! Okay, ich hab ein Ziel erreicht, ich weiß nicht wie. Also neben mir. Was ist das? Erstdreh. Hau ab. Schnellste Rennrunde Max Verstappen. Ah ja, kann aber halten. Eieieiei. Das ist ja ein richtiger Krimi hier. Das ist ja schon ein richtiger Krimi, heilige Scheiße. Vielleicht kommt das Marple und löst den Fall auf. Ich meine, solange ich Piastri hinter mir lasse und außerhalb der DS-Zone, ich fein raus. Wenn er wirklich noch einmal Boxenstopp machen möchte. War ja auch von Rot auf Gelb wechselt oder so. Aber viel Spaß dabei. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wann er hätte wechseln müssen. Oder ich. Toll. Ja, das war gut. Das war nicht schön. Das war Zeitverlust. Und jetzt kommt man in die DS-Zone. Der Vorteil ist, ich habe ein bisschen mehr Eier als die beiden. Die ziehen vorbei und ziehen vor der Kurve früher den Schwanz ein. Aber nah ran kommt er auch nicht. Jetzt bremst er gleich runter, weil er an der Kurve weg muss. Er musste viel früher bremsen, ich kann enger rein und kann raus. Aber da habe ich wieder Zeit gut gemacht. Oh, ist ja noch eine zweite DS-Zone hier. Da versucht es erneut. Bügel geht auf. Ja, da ist die Ideallinie, Kollege, da brauchst du es nicht versuchen. Sehr eng die Kurve genommen. Oh, das hat funktioniert.
bin ich vollends zufrieden mit. Ja, da war ein bisschen Kies dabei. Kies mit Shots. Oder ähnlicher Kies, wie auch immer. Ja, schlechter Kies wird es ein bisschen sein. Boah, ich habe momentan Probleme, noch was hinter mir zu halten. Jetzt ist doch noch 3 Runden. Oder 3,5, jetzt wird der hier gezählt. Boah, es wird ein schwieriges Unterfangen, du. Das wird doch hinter mir halten, das wird ein Ding, der. Eieiei. So, wenn der DS. Er versucht es wieder. Aber ich enter wieder später. Also solange wir dieses Spielchen spielen, habe ich gute Karten. Dass ich auf dem 5. bleiben kann. Also solange er versucht zu überholen an der Ecke, habe ich die besten Karten. Er versucht halt immer mich zu überholen, schafft es auch, muss auch vor der Kurve abbremsen, weil ich später bremse als er. Was natürlich ein Nachteil sein kann. Aber so im Groben Ganzen bin ich damit erstmal vollkommen zufrieden, wenn es so bleibt. Ich darf halt bloß keinen größeren Fahrfehler machen, ne? Boah, da wird der Akku bald spannend. Aber jetzt kommt Gott sei Dank nächstes Wochenende erstmal Miami. Miami habe ich ja schon die ganze Zeit vorgezogen gefühlt. Ich habe halt China komplett vergessen, ne? Ist auch erst seit 2024 wieder im Kalender, ne? Ich glaube, bis 2019 war China dabei und dann nicht mehr. Naja, Norris kann jetzt nicht angreifen. Er greift auch nicht an. Und wer hat da was Größeres vor oder nicht? Oh, Piastri ist nicht mehr hinter uns. Ah ne, der ist hinter Perez. Okay, alles klar. Aber er fährt auch nicht in der Box. Okay. Ja, denn keine Ahnung, was Piastri da mit roten Reifen wollte. Ich meine, ich hätte es auch gemacht mit roten Reifen, ne? Aber ich durfte ja keine roten Reifen auswählen. Ich hätte den auch einen Boxenjob machen müssen. Ich meine, gut, ich durfte kein Qualifying-Tempo machen. Vielleicht habe ich deswegen nichts zugezählt. Ich weiß es nicht, wie das hier gecodet wurde. Aber egal, ich kann meinen 5. gut halten, das sind 4 Punkte. Weil es gibt Absteigen von 1 bis 8 Punkte mit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da wäre ich momentan auf P5 mit 4 Punkten. Was mir sehr gut tut. 4 Punkte sind 4 Punkte, ne? Ich muss es bloß die 1,5 Runden noch durchhalten. Ohne dass mir doch was hier irgendwie in die Quere kommt. Aber eigentlich sieht es aktuell ziemlich gut aus. Aber jetzt kommt er drauf. Kommt er wieder, aber er wird vor der Kurve den Schwanz einziehen. Ich ziehe an ihr vorbei. Gehe schön eng rein. Boah, ich muss mich ranhalten. Eben gerade war es sehr knapp. Letzte Runde, ja, geht's um alles nochmal. Schluss nehme ich mit in die Kurve, sehr gut. Ah, da habe ich ihn berührt. Scheiße, ich muss aufpassen, ich darf keine Strafen kriegen. Oh, Gott sei Dank, es hat keine Strafe gekergelt dafür.
Problem, ich habe schon so viele Verwarnungen gesammelt im Startabschnitt, dass da der nächste Verwarnung, glaube ich, eine Strafe nach sich zieht. Da muss ich auch noch aufpassen. Na, dann so fährt sein ruhiges Leben, ne? Ach ne, er hat sich auf P3 hochgekämpft. Er hat noch Science überholt sich gerade. Da vorne ist ein Ferrari-Sandwich. Mit dem Aston Martin-Belag. Lecker. Ein schöner britischer Wagen. Italienisches Brot und britische Wurst. Das ist doch was. Mit Hauch von Spanien. Oh, Norris kommt schon ran, aber er schafft das, glaube ich, nicht bis zum Ende der Kurve, oder? Nee, er kommt nicht ran. Er versucht es gerade, aber er muss das gleich abbremsen, weil Kurve. Ein Wunder, dass ich gesagt habe, letzte Kurve und so weiter. Letzte Runde. Na gut, Max hat den Sprint gewonnen, das ist klar. Max Verstappen. Gut, wir haben es auf P5 in Sprint geschafft. Great, good job, guys. Happy for that. Ja, da, es könnte vorbeiziehen, das ist mir alles egal. Ich habe meinen 5. Platz erreicht, das ist... Oh. Das geht gerade runter wie Öl. Find ich gut. Podiumpass. Und damit haben wir auch das 7. Stückchen abgehakt. Aber es ist ja egal. So. Und damit ist der Sprint beendet und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir das Qualifying und natürlich das Hauptereignis, den Grand Prix, an diesem Wochenende begleiten. Wir sehen uns wieder. Jo, wir haben 4 Punkte gemacht. Bin ich zufrieden. Nochmal ganz kurz gucken, wie viele Verfahren hatte ich gehabt. Au, wieder Stück. Wobei, Perez hat mich einmal berührt, ne? Also, es hat eine Gegenseite-Kollision und dann mit Alonso Piastri nochmal. Das war ja eine Kombo-Bombe von uns allen. Aber er hat es wirklich auf. Ach, guck mal, er ist auf P11 abgefallen, noch komplett zum Ende. Tja. Die roten Reifen haben sich wohl nicht ausgezahlt. Wo ist Kevin? Boah, P16. Auch abgefallen. Gut, egal. Das Sprint ist damit generell abgehakt, komplett abgehakt. Wir kriegen wieder gute Stufen für unsere Fahrerwertung. Finde ich vollends zufriedenstellend, finde ich schön, finde ich gut. Und dann geht's im nächsten Part mit dem Qualifying weiter. Ich bin zufrieden mit dem. Wir haben Ziele alle erreicht, bis auf das hier. Was war das hier? Schließe 2 Chassis ab, ohne ein Auto zu beschädigen. Das heißt, ich darf das Sprint noch abschließen und das Rennen. Okay. Ansonsten alles andere haben wir. 5 Autos haben wir geschafft. 10 Runden haben wir gemacht und 4. Gang haben wir gehabt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Die 4 Punkte haben uns echt nochmal gut hochgespült. Also, so vor Aston Martin haben wir jetzt ein paar Punkte plus gemacht. Wobei natürlich Fernando gerade gute Punkte gemacht hat. Aber naja. Gut, ich sage danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.